Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Bradmisch-Kanal. Heute soll es mal darum gehen, warum ich mir eigentlich solche KTM-Spiegel dran gebaut habe und nicht mehr diese kleinen Runden, die was sonst jeder Supermoto-Fahrer dran hat. Frage wurde mir auch gerade noch heute gestellt. Dann natürlich erkläre ich auch mal meine persönliche Meinung, warum ich mir diese Spiegel jetzt dran gebaut habe. Ich habe damals ja die Shinyo, die kennt ja jeder, die Lenkerhändenspiegel dran gehabt. Die kleinen Runden, die hier ungefähr sitzen. Also ich muss da mal ein bisschen weiter ausführen. Ich habe ja damals ein Video dazu gemacht, warum diese Spiegel legal sind. Ich habe aber nicht geschrieben, warum diese Spiegel an meinem Motorrad legal sind oder sowas. Weil es den Grund hat, ich habe ja damals gesagt, man braucht ja 28 cm vom Lenkermitte bis zu den seitlichen Spiegeln müssen 28 cm Entfernung liegen. Und das hatten die nicht. Die hatten 26 cm. Das war schon mal der erste Grund, nachdem ich das Video produziert habe, dachte ich mir so, hoi, okay, die Spiegel sind nicht legal und ich bin halt einfach ein extremer Freund vom legalen Fahren und habe mir dann schon damals gedacht gehabt, ja, wenn mal irgendwas passieren sollte, ein Unfall, nicht, dass mir dann die Versicherung irgendwie aussteigt, weil sie irgendwelche Gründe haben, dass wegen dem Spiegel irgendwas dran lag. Das war schon mal der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, soll ich wieder meine Spiegel ändern. So, dann hatte ich ja den Unfall, was eigentlich eh jeder, glaube ich, mitbekommen hat. Hab dann dadurch den Unfall einen Spiegel verloren. Der ist da abgebrochen und ich habe den auch nicht irgendwie wiedergefunden. Den hat auch nicht die Polizei irgendwie eingesammelt oder sonst was, sondern den haben die einfach dort liegen lassen, glaube ich. Dann stehe ich jetzt vor der Frage, soll ich mir wieder die Shinyo-Dinger kaufen oder nicht? Oder soll ich dann gleich umsteigen, wenn ich eh schon mal mit dem Gedanken gespielt habe? Hab dann in so eine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, hey, wie sieht's aus, verkauft jemand die KTM-Spiegel? Weil ich die eigentlich ganz nice fand von der Optik her. Die sind so standardmäßig, finde ich die echt schick. Also die 701-Spiegel hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gebastelt. Aber die von KTM sind eigentlich echt ganz nice. Oder die von der Super Duke, die sind auch noch ganz cool. Und hab dann durch einen guten Leon die Spiegel gekauft für 15 Euro. Mega das Schnäppchen, danke, Grüße und danke gehen an dich auf jeden Fall raus, Leon. Hab mir dann die Spiegel gekauft und die passen echt gut dazu. Also die passen echt gut drauf. Man musste man keinen Adapter oder sowas dazu kaufen. Die Plug and Play. Ich musste einfach nur die Spiegeln einmal rundherum drehen, weil irgendwie die Gewinde falsch rum irgendwie waren. Ich musste den rechten Spiegel auf den linken, auf die linke Seite packen und den linken Spiegel auf die rechte und habe dadurch halt den Spiegel jetzt auch umgedreht, was mich aber persönlich jetzt auch nicht stört. So, das war jetzt schon mal der erste Grund, warum ich mir die Spiegel gekauft habe. Der zweite Grund ist, weil es mich auch mega abgefuckt hat. Also vielen kann das ja, wird das wahrscheinlich ziemlich egal sein, aber mir persönlich, ich fand es richtig behindert, dass wenn ich in den Spiegel gucken wollte, dass ich jedes Mal so nach unten schauen musste und dann irgendwie von der Fahrbahn gar nichts mitbekommen habe. Ich habe dann wirklich öfters mal, ist es dann so passiert, dass ich dann nicht mal auf die Straße geschaut habe und dann bin ich fast in den Graben rein oder fast ins andere Auto, weil mir dann einfach vor mir das Auto einfach dann abgebremst hat und ich das dann gar nicht gecheckt habe, weil ich gerade in den Rückspiegel geschaut habe. Noch ein Grund dafür, warum ich mich gegen die Shinyo entschieden habe wieder, war zum Beispiel, dass wenn ich jemanden hinten drauf habe, zum Mitfahren, auf dem Sozius sozusagen, dann habe ich absolut nichts mehr in den Spiegeln gesehen. Auch ein mega negativer Punkt an den Shinyo-Spiegeln. Boah, liegt hier viel Schotter. Scheiße. Langsam tun. Okay. Und es gibt, ich kann hier voll viele Gründe aufzählen, warum die Shinyo-Spiegel eigentlich scheiße sind. Nächster Grund ist, dass wenn ich die Spiegel leicht irgendwie versetzt habe, dass ich ein bisschen besseren Blickwinkel habe, haben die sofort angefangen zu wackeln und dann musste ich sie sofort wieder weg festziehen. Die Schrauben, die sind absolut billig gewesen. Klar, was willst du auch erwarten von so einem 20-Euro-Spiegeln für zwei Stück. Aber die Schrauben auch, die waren absolut schlecht. Die hat nach dem ersten Mal festziehen, ist fast das Gewinde schon kaputt gewesen. Also war das jetzt auch schon mal so ein Negativpunkt. Und ich habe echt viele Bekannte, bei denen der Spiegel abgefallen ist, abgebrochen ist, wegvibriert ist.
Und dann dachte ich mir halt immer so, Alter, mir ist es zwar zum Glück nie passiert, aber ich stelle es mir ja trotzdem extrem nervig vor, wenn du dir zweimal neue Spiegel kaufen musst im Jahr, nur weil sie abvibrieren. Das ist doch absolut scheiße. Ja, und das waren halt alles so Punkte, wo ich dann gesagt habe, so, nee, keine Zeit, keine Lust mehr auf so Dreckspiegel. Naja, und die positiven Punkte sind ja dann eindeutig. Sie vibrieren sich nicht locker von den normalen, von den KTM-Spiegeln. Man hat eine echte gute Sicht drin, egal ob man alleine oder zu zweit fährt. Was zum Beispiel jetzt bei den Ginios auch okay war vom Sichtfeld her, alleine zumindest. Optisch sind diese Ginios natürlich wirklich schön. Aber dadurch, dass sie auch jeder hat, das ist schon wieder nichts Besonderes mehr. Und ich finde, ehrlich gesagt, so KTM-Spiegel sind, die sieht man echt selten auf den 701 vor allem. Und allgemein auch auf der SMCR, weil halt einfach jeder die Ginio-Spiegel hat. Und deswegen fand ich das eigentlich schon wieder ganz okay. Jawohl. Und deswegen fand ich das eigentlich, sind alles gute Punkte gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, wieso nicht? Und dann kaufe ich mir wieder so KTM-Spiegel. Das ist so meine Meinung zu diesen Spiegeln. Haut mal rein, was ihr so meint zu der Optik, zu den Ginios, ob ihr die auch gekauft habt. Schreibt mir das mal rein, ob ihr zufrieden seid oder ob ihr auch im Überlegen seid zum Umsteigen. Also für mich war das einfach, es waren eindeutig viel zu viele Punkte, die was gegen die Ginios-Spiegel sprechen und ich dann gesagt habe, dass die KTM genauso gut sind. Das war es jetzt auch im Grunde zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte zumindest von ihm die Frage beantworten. Grüße gehen auch auf jeden Fall an dich nochmal raus. Danke für die Frage und dann sieht man sich spätestens im nächsten Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu meinem Bike, schreibt sie mir gerne unten rein. Ich mache dazu gerne ein Video dazu. Und dann sage ich eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.